Natürlich werden wir die Steine hier lassen, ne? Das geht gar nicht. Dass wir die jetzt mit uns schleppen. Das könnten wir vielleicht auch noch hier lassen. So, mal gucken, ein bisschen Fleisch wäre ganz gut. Oh, komm, hier. Das Gammelfleisch kann auch dahin. Das geht nicht. Na, egal. Packen wir das hier mit rein. Zehn Leder. Eine ganze Menge. Ja gut, mit dem richtigen Tierchen kein Ding. Also ich würde sogar fast sagen, dass wir als allererstes hier oben lang gucken. Mal bisher haben wir hier eigentlich, ich sag mal, ganz gut Glück gehabt, ne? So ein, zwei Raptoren höchstens mal oder irgendwas anderes, was sich eher leicht platt machen lässt. Ich fände es ja cool, wenn man die Kürbisse nutzen könnte, um zum Beispiel Kürbissuppe oder irgendwas zu machen. Dass man sich damit versorgen kann. Noch irgendwas zum Futtern. Das wäre ganz gut. Ich habe natürlich jetzt keinen Speer, um mich richtig mit irgendwas hier auseinanderzusetzen. Noch. Ätzend. Was? Oh, jetzt reicht's. Ach, sehr schön. Yes. Hab dich. Das war echt nur so ein Luckshot. Ein bisschen Leder oder nur Chitin? Nur Chitin. Hm. Na gut, brauchen wir auch noch. Ne, wegen Zement und so, aber... Leder wäre mir natürlich lieber gewesen. Warum sind nicht diese kleinen komischen Viecher, die sonst immer hier rumhüpften? Naja, vielleicht sind sie alle schon gefressen worden, das kann auch sein. Möglich wäre es ja. Ich brauche echt einen Speer. Ich fühle mich so angreifbar. Ohne irgendeine gute Verteidigungswaffe. Hier sieht man auch nichts. Na komm, irgendwas muss doch hier sein. Irgendwas. Nee, echt gar nichts, ne? Was ist hier los? Vielleicht die Zombie-Dodos, die hier alles weggefressen haben nachts. Kann sein. Rein theoretisch wäre das möglich. Auch wenn es ein bisschen unvorstellbar ist. Ja, weit und breit kein einziger Dino zu sehen. Und jetzt? Mal wieder zurückrennen und dann unten lang, ne? Ab in den Graben und hoffen, dass wir da was kriegen. Ich brauche nur ein bisschen Leder. Ich könnte endlich Metallwerkzeug herstellen. Ach, so nah und doch so fern. Mal wieder, ja. Immer mal wieder, ne? Ich will da eigentlich da oben hin. Da sind so coole Bäume und alles, ne? Ja, da brauchen wir einen Flugsaurier für. Müssen wir alle zusammenlegen, dass wir uns einen holen können. So, mal schauen hier unten. Was wir hier noch so rumkriechen haben. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Oder vielleicht findet auch irgendwas uns. Boah, das wäre auch möglich. Das sind dann bloß meistens eher die Viecher, die einen platt machen. Guck mal, der hängt doch da so in der Felslücke fest. Müsste doch eigentlich möglich sein. Also müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt er ja nicht raus. Das wäre mir am liebsten. Ah, es war zu hoch. Nein, er ist kaputt. So, und ich drauf. Immer wieder, gib ihm. Hauptsache, er rennt nicht weg. Manche kann er sich befreien, oder wenn die so drin festgeglitscht sind. Ah. Dann rutschen die ja manchmal in den Felsen oder sonst wohin. Ach, der lebt noch. Ich habe jetzt so nur ein Level abbekommen. Ha. Naja, dann haben wir jetzt so drauf. Du bist gleich down. Hoffe ich.
Ich krieg dich platt. Ha. Guck mal, das ist noch so ein Viech. Wie geht der jetzt drauf? Na komm schon, Kleiner. Hallo, der muss da drauf gehen. Kann ich irgendwie welche werfen? Okay, mach so. Dauert jetzt halt ein bisschen. Aber wir kriegen den platt. Ich habe jetzt so viel investiert. Und will ich den jetzt platt haben? Ich will sein Leder. Und sein Fleisch vor allen Dingen. Immer nur zwei. Na gut, also nutzt jetzt gerade diesen Panzer. Wenn er jetzt noch 100 Erfahrungspunkte hat, muss ich hier 50 mal werfen. Was, wenn ich schieße? Guck mal, da unten sind es 4 Punkte gewesen. Ob ich die alle wiederkriege? Ich weiß nicht, aber ich will ihn jetzt down sehen. Na los, komm schon. Wie viel kann der ab? Na gut, wer weiß, welchen Level der hat. Müsste ich mal nachgucken. So, machen wir kurz das Level ab mit Nahkampfschaden. Dann gib ihm. Ich will unten runter oder so. Ach komm schon. Du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Na komm. Ach, ich muss mich hinstellen, ne? Los, hallo. Wo ist mein Bumerang? Ah, hier. Es geht. Der ist garantiert gleich hin, ich wette drauf. Also mein Bumerang, nicht das Viech hier. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Was für ein Panzer, ey. Den krieg ich mir noch gar nicht kaputt. Der regeneriert sich wahrscheinlich schneller, als ich jetzt hier ihn platt kriege. Nachdem ich die ganzen Pfeile verballert habe, kann ich einfach nicht locker lassen. Ich muss ihn platt machen. So. Ich muss was gegessen. Dehydriere noch gleich. Sehr schön. Wunderbar. Das ist auch richtig toll. Wir haben ihm schon so viel Schaden zugefügt. Ja. Wie machen wir das jetzt? Habe ich noch andere Pfeile dabei? Nee, gar nichts. Das gibt's doch nicht. Na komm schon. Geht down. Ach, eine Trillion Jahre später. Haben wir es. Ach, endlich. Aber jetzt ist er bewusstlos. So, jetzt mach ich dich platt. Na, endlich. Oh. Glücklicherweise, würde ich sagen. Na, Keratin. Sehr gut. Und ein bisschen Fleisch. Yay! Hat auch lange noch gedauert hier. Mhm. Echt eine schwere Geburt. Aber wir waren siegreich. Hat ziemlich viel gekostet. Aber dafür haben wir es. Und jetzt kann ich mir eine Metallspitzhacke basteln. Yay. Ach, welch schönes Gefühl. Wunderbar. So, gleich mal rein hier. Alles rein. Das ist mir egal. Oh, dann nehmen wir hiervon ein bisschen was mit. Wir müssen Fleisch braten. Wir haben einiges dabei, wie wir sehen. Sehr schön. Wird auch der Vorrat endlich mal wieder ein bisschen aufgestockt. So. Was nehmen wir denn jetzt? Lederklamotten macht irgendwie noch immer keinen Sinn, finde ich. Aber hier unten gab es ja jetzt doch die anderen Klamotten, dachte ich, oder? War das nicht so? Wüstenstoff. Ja, das war doch hier oben schon was. Dachte ich. Pelz. Ah, hier, Wüstenzeugs. Genau, Wüstenstoffhemd. Hm. Naja, ich nehme zumindest erstmal
kann ich denn noch? Brandpfeil. Das finde ich natürlich auch cool. Die Armbrust wäre was, aber die braucht ziemlich viel, oder? Dann nehmen wir erstmal die Axt noch mit. Das ist ganz okay. Und nehmen dann hier das und das. Wunderbärchenhaft. Dann sollte ich wohl was trinken, wenn ich das hier sehe. So, kurz alles auffüllen. Und mein Werkzeug muss ich reparieren. Ah. So, mal gucken, wie sieht das eigentlich mit der Axt aus? Was braucht man dafür? Ah, eigentlich nur mehr Metallbarren, ne? Hm. Das geht. Ich brauche hier ein bisschen davon, genau. Hiervon können wir, nee, das brauche ich nicht. So. Was ist hier mit Holz und Fasern? Habe ich hier noch Fasern?